Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schokihasen, Praline-Eier und Berge von anderen Osterartikeln aus Schoki sind untrügliche Zeichen dafür, dass die Ostern vor der Tür steht. Und weil die Bons der Powerball-Aktion immer noch gültig sind, muss man sich nicht wundern, dass auch der Osterhass täglich bei Coop ein- und ausgeht und von den günstigen Angeboten profitiert. Bei Coop gibt es aber nicht nur Süßes fürs Osternäschli. Auch das Neueste an Geschenken und Spielzeug für drinnen und draussen haben unsere Einkäufer in den Läden zum Entdecken parat gemacht. Bei diesen schönen Sachen da möchte man doch am liebsten gerade selber wieder ein Kind sein. Wie auf die neuen Spielsachen freut man sich an Ostern auch auf die ersten frischen Schnittblumen. Zartes Grün, gelbe Osterglocken, bunte Tulpen oder prächtige Ranunkel sorgen für die richtige Stimmung. Mit frischen Blumen und blühenden Zweigen kann man aber auch hübsche Osterdekorationen zusammenstellen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Judith Wenger. Sie ist Floristin bei Coop und hat uns ein paar interessante Tipps mitgebracht. Herzlich willkommen, Judith. Grüezi, Pascal. Judith, braucht es für eine Osterdekoration viel Material und muss ich dafür zuerst einen Kurs besuchen? Überhaupt nicht. Ein bisschen Fantasie lenkt auch. Sie haben sicher daheim noch einen alten Korb, einen Kessel oder ein altes Holzkistchen, das sich sehr gut als Rahmen eignet. Verschiedene Tontöpfe im Kistchen anordnen, nicht zu gross hinein. Man kann auch einmal zwei bis drei ineinander stellen, damit es mehr Abwechslung gibt. Und Zwischenräume mit Heu oder mit Sisalfäden ausfüllen. Jetzt die Töpfe mit Frischhaltebeutel auskleiden, Steckmasse in kleine Würfel schneiden und Blumen oder Zweige drin befestigen. Du nimmst für jedes Töpfchen die gleichen Blumen? Ja, es gibt dann ein schönes Bild. Sonst gibt es schnell einmal ein Durcheinander. So, das war's. Jetzt noch mit Wasser auffüllen. Jeden zweiten Tag kontrollieren und das Verblühten ersetzen. Schön ist es geworden. Danke, Judith. Gern geschehen. Vor der Sendung hat uns Judith Wenger noch diesen Korb mit Osterglocken, Tulpen und Ranunkel bepflanzt und als weitere Idee einen Kessel mit Margeriten gefüllt. Selber gemachte attraktive Osterdekorationen, die sich auch für draussen sehr gut eignen. Wer trotzdem lieber etwas Fertiges kauft, findet in unseren Blumenshops verschiedene Osterdekorationen, Osterschalen und natürlich Strüsse in allen Variationen zu den gewohnt günstigen Preisen. Schokihasen, Schokieier und andere Süßigkeiten findet man in unseren Läden jetzt im Überfluss. Dabei vergisst man schnell einmal, dass viele Leute den Zuckerkonsum möglichst gering halten müssen. Auch unser Konsumentendienst wird zurzeit auf das Thema angesprochen. Im Ostersortiment führen wir einen Hasen, ein Praline-Ei und ein Ei im Beutel ohne Zucker. Daneben bekommen Sie bei uns auch verschiedene zuckerfreie Tafeln, wie Milch, Milchnuss und Gianduja. Die dürfen auch Diabetiker geniessen und natürlich alle, die ein bisschen auf Kalorien schauen möchten. In letzter Zeit haben Sie immer wieder von unseren zahlreichen Powerball-Aktionen profitieren. Diese Woche geht die Post noch mal so richtig ab. Bei jedem Kauf ab 75 Franken bekommen Sie bei uns mit dem Bon einen Rabatt von 15 Franken. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen sollten. Mit diesem Hinweis komme ich zum Schluss für heute. In einer Woche geht es bei uns um Babypflege und ums Eierfärben. Es wäre schön, wenn Sie dann wieder reinschauen würden. Weiterhin einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.